jeder spürt ja, wir sind mitten im Klimawandel drin. Ich habe mir heute 4 sozusagen Knackpunkte angeschaut. Einmal die Landwirtschaft, die betrifft die das. Dann eine Stadt, was macht die gegen die Hitze in den kommenden Jahren? Dann der Wald, den wir ja umbauen müssen, damit er überhaupt klimaresistent ist und überhaupt noch existiert. Und jetzt zum Beispiel das Niedrigwasserproblem, das wir bisher gar nicht kennen, außer mal in einem Jahr. Aber wir sind ja eigentlich kein Wassermangelgebiet. Und wir müssen uns überall anpassen. Nicht? Wir brauchen zum Beispiel in der Landwirtschaft Pflanzen, die das überhaupt aushalten, solche Trockenperioden. Die Städte, wie kühlen wir Städte? Der Wald wird so, wie wir ihn kennen, nicht mehr bestehen können. Wie zum Beispiel die Fichte, die ist dem gar nicht gewachsen. Aber auch unsere Flüsse, die ja nur selten richtig trocken gefallen sind, das kann jetzt öfter kommen. Nicht? Auch da müssen wir uns anpassen. Wir haben eine Niedrigwasserstrategie schon beschlossen. Wie renaturieren wir unsere Gewässer? Wenn ich wenig Naturwasser habe und viel Abwasser und da sind Schadstoffe drin, dann werden die ja nicht mehr verdünnt. Es wirkt sich negativ aus. Also müssen wir auch daran, man sieht daran, das ist eine sehr ernsthafte Frage und wir müssen sie ernst nehmen, uns anpassen. Das sind ja Dinge, die man nicht von heute auf morgen machen kann. Wir brauchen auch mehr Daten, mehr Wissen darüber und dem müssen wir uns widmen. Das wird auch eine Stange Geld kosten, sich daran anzupassen. Das heißt, wir brauchen Formate in der Regierung, wir brauchen interministerielle Arbeitsstäbe aller betroffenen Ministerien. Wir brauchen aber auch Formate zwischen Land und Kommunen. Die Kommunen müssen es ja letztlich umsetzen, wie wir uns da gemeinsam drauf vorbereiten, wie wir Leitfäden erstellen für Krisenfälle und vieles andere mehr. Also da haben wir eine große Aufgabe vor uns, die müssen wir anpacken, damit wir in diesem Land auch unter veränderten Bedingungen gut oder wenigstens ordentlich leben können.